nur ein grenzenloses Nichts, das unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und doch war am Anfang nicht das absolute Nichts. Etwas war da. Ein unendlich kleiner, unendlich dichter, unendlich heißer Punkt erfüllte das Nichts mit nicht näher definierbaren Teilchen und Formen. So beschreiben die Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch und Zaun in ihrer kürzesten Geschichte allen Lebens den Urzustand des Universums. Das unartige Gebilde ist das Herz des Universums. Mit ihm beginnt das All zu brechen, bis der Big Bang eintritt, die große Uhr.